Und schon wieder zurück bei Red Dead Redemption 2 und es ist mitten in der Nacht und oh mein Gott, ich muss mal gerade das Mikro ein bisschen runterschalten, weil ich mich jetzt sehr laut höre. So ist es, ja, so ist es besser. So, es ist mitten in der Nacht und unser Hut fehlt, fällt mir gerade auf. Ich gehe mal gerade meinen Hut holen, ohne Hut fühle ich mich nicht vollständig. Und dann werden wir mal gucken, dass wir diese Sache mit dem Schuldeneintreiben auch abschließen. Das haben wir nämlich, glaube ich, letzte Folge nicht gemacht. Das ist mir da aber auch erst aufgefallen. Also wir können sie auch mal füttern, die gute Mary. Da, lecker, lecker. Das ist gut. Und dann wird sie noch ordentlich gestreichelt. Streicheln mit G. Und dann ist sie auch wieder zufrieden, glaube ich. Ja, wer ist ein gutes Mädchen? Du bist ein gutes Mädchen. So, jetzt können wir Pferdeinventar. Warte mal, Pferd. Schawupp. Und wo ist unser Hut? Unser Hut ist hier. Arthurs Hut. Big Valley Hut. Bulldogger Hut. Den, das ist es. Den will ich haben. So. Ach ja, dann gucken wir doch mal. Vielleicht könnten wir auch einfach mal schlafen. Ich glaube, der Arthur hat auch schon wieder seit Tagen nicht geschlafen. Das haben wir immer wieder verpeilt. Ist auch keine so gute Idee. Alle eingetriebenen Schulden abliefern. So. Alles erledigt. Dann haben wir das zum Glück jetzt auch hinter uns. Das will ich auch nie wieder machen, obwohl ich glaube, dass wir noch mehr als einmal Schulden eintreiben werden müssen. Hier habe ich gerade gesehen, das amerikanische Inferno. Was ist denn das? Ein Buch. Öffnen. Oh mein Gott. Kapitel 2. Wie weit ist denn... Okay, ich lese, also ich habe ja... Normalerweise lese ich ja sehr gerne Dinge vor, aber wenn ich das jetzt vorlese, dann machen wir aus der ganzen Folge wahrscheinlich wirklich ein Hörbuch. Das bedeutet, das lassen wir jetzt mal getrost sein. Vielleicht irgendwann nochmal, werde ich mir nochmal ein paar Sachen vornehmen, die wir uns ganz in Ruhe durchlesen. Ich habe ja auch durchaus schon mal Zeitung gelesen, was ja auch ganz interessant war, weil da die neuesten Berichte darüber da waren, was wir hier so alles angestellt haben. Aber so grundsätzlich ist das schon sehr, sehr viel zu lesen. Also man kann hier, glaube ich, allein auch schon Stunden damit verbringen, nur zu lesen. Übrigens genauso wie zum Beispiel mit Skyrim, wo es ja auch 10 Milliarden Bücher gibt, in denen man stundenlang wirklich einfach nur lesen kann. Ja, ach guck mal hier. Na? Next time we run an errand together. Remind me to pack more bullets. Come on, Arthur. Don't pretend that wasn't kind of fun. Nun, das war schon Spaß. Hier ist der Herr Strauss. Called in on a debtor. Well done. In the box. So, ich glaube, der Kieran ist gerade nicht da, beziehungsweise der ist gerade nicht verfügbar für den Angelausflug. Der wollte ja eigentlich... Ich weiß auch gar nicht, ob der morgen da ist, aber ich würde jetzt einfach mal schlafen und gucken, ob der morgen dann bereit wäre, mit uns gemeinsam angeln zu gehen. Ich glaube, hier wird es auch langsam schon wieder hell. Deswegen wird es Zeit, dass wir vielleicht einfach nochmal ein Stündchen bis zum Mittag. Bis zum Mittag können wir eigentlich mal schlafen. 7 Stunden tun dem Arthur auch gut. Schon viel besser. Neuer Tagebucheintrag. Moment. Mr. Williamson. Bandenersparnisanzeigen lesen. So ein Kerl, mit dem ich am Bahnhof Geld bezahlte. Genau, das waren die vollständigen Seiten. Was? Oh, hier. Okay. Horseshoe Overlook. Ich bin mit Jack zum Angeln gegangen, um Abigail einen Gefallen zu tun. Vielleicht hätte ich sie damals heiraten sollen, vor vielen Jahren. Bevor sie sich so sehr in diesen Narren Marston verliebt hat. Ich glaube, ein Teil von mir hat das immer gespürt. Trotzdem, Gottverdammt, Mary! Jack ist ein guter Junge, ein Träumer. Ein Junge mit einer Mama, die ihn liebt. Ich hoffe, er findet mal das, was wir alle suchen. Frieden und Wahrheit. Weit weg von diesem Unsinn und den Lügen. Aber ist das wirklich noch das, was wir suchen? Nicht, dass das was Neues wäre. Bin mir nicht sicher, ob ich es selbst noch weiß. Gute Frage. Manchmal bin ich nicht mal sicher, ob Dutch es weiß.
Als wir beim Angeln waren, sind zwei Pinkerton-Agenten aufgetaucht. Milton war einer von ihnen. Den Namen des anderen habe ich vergessen. Sie haben alles über mich gewusst. Das ist eine neue Wendung. Offenbar sind alleine auf meinen Kopf schon $5.000 ausgesetzt. Seit Blackwater haben wir scheinbar richtig Ärger. Vielleicht auch schon seit davor. Ich weiß es einfach nicht. Dutch macht sich da wohl keine Sorgen, aber ich habe langsam meine Zweifel, ob die Gleichgültigkeit so gut ist. Die Zweifel habe ich auch. Hab einen fürchterlichen Kerl getroffen, der sagt, dass er mir Geld schickt, wenn ich ihm Fische schicke, damit er sie anderen schicken und behaupten kann, dass er sie gefangen hat, damit die sie weiter verschicken und behaupten können, dass sie sie zusammen mit ihm gefangen haben. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall war der Mann, Jeremy Gill, schrecklich. Ja, das war er. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Was haben wir hier? Das ist ein Bild vom Zelt. Wir haben noch mehr Probleme, noch mehr weglaufen. Leviticus Cornwall, der gierige Ölbaron, Zuckerhändler und Eisenbahnmagnat, den wir vor einiger Zeit ausgeraubt haben, hat uns in Valentine aufgelauert. Offenbar hat er noch ein zusätzliches Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Wir haben den Weg aus der Stadt freigeschossen und sind knapp mit dem Leben davongekommen. Das einzig Lustige daran war, dass Herr Strauß einen Streifschuss abbekommen hat und sich... Das ist lustig. Und sich angestellt hat, als muss er gleich einen kurzen Weg in die Hölle antreten. Danach sind wir aus der Gegend geflohen, noch weiter nach Südosten, wo wir jetzt an einem See lagern. Das ist ziemliches Neuland für mich. Charles und ich haben eine deutsche Familie gerettet, die auf dem besten Weg war, sich umbringen zu lassen. Er ist ein besserer Mann als ich. Ich muss nicht erst nachdenken, um gut zu sein. Er muss nicht erst nachdenken, um gut zu sein. Er macht es ganz automatisch, als ob das Gute und Richtige tief in ihm steckt. Im Gegensatz zum Konflikt zwischen Gut-Böse, der in mir tobt. Wenn wir bloß von Blackwater nach Westen geflohen wären, dann wären wir jetzt frei, da draußen, wo wir hingehören, bei den Wilden und den Tieren. Diese Welt hier wird niemals unser Zuhause sein. Rhodes. Ja, diese Welt wird niemals unser Zuhause sein. Wir haben uns in der Nähe der Stadt Rhodes verkrochen, tief im Baumwollgebiet. Der Ort hat sich nie ganz vom Krieg erholt und die Einwohner, die nicht zu betrunken zum Denken sind, sind immer noch wütend. Die Betrunkenen, und das ist deutlich die Mehrheit, sind noch wütender, aber vielleicht aus anderen Gründen. Wirklich absurd wird das alles aber, wenn man bedenkt, dass wir jetzt offenbar als Hilfs-Sheriffs für den örtlichen Gesetzeshüter arbeiten. Und für ihn schon einen wichtigen Entflohenen eingefangen haben. Allerdings haben wir das eher gemacht, um den schmierigen alten Trelawney zu retten, der wegen irgendeiner seiner üblichen Dummheiten hinter Gittern gesessen hat. Offenbar gibt es hier seit langem eine Blutfehde zwischen zwei alteingesessenen Familien und sowohl Dutch als auch Hosea glauben, dass sie auf einem Haufen Gold sitzen. Wir werden ja sehen. Das werden wir wahrscheinlich auch sehen. Deputy Sheriff. Hilfs-Sheriff. Jetzt haben wir wirklich den Höhepunkt des Wahnsinns erreicht. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich ein vereidigter Gesetzeshüter. Wir sind mit einem strohdummen Hilfs-Sheriff losgezogen, um für den alkoholgetränkten Sheriff Gray ein paar Schwarzbrenner zu jagen. Dutch ist überzeugt, dass uns das irgendwie zu unvorstellbarem Reichtum führen wird. Offenbar bekämpft hier ein mächtiger Familienclan, die Grays aus Schottland, einen anderen, stolze Engländer namens Braithwaite, wie bei einem ewig andauernden Grenzstreit oder so. Schotten gegen Engländer, oh, das ist nicht gut. Das ist wie Iren gegen Engländer oder eigentlich wie alle gegen Engländer. Das ist immer das Gleiche. Offenbar geht es dabei um Gold oder Frauen oder so und wenn dabei wirklich Gold im Spiel ist, dann wollen wir es haben. Auf jeden Fall stecken wir so tief in den Sümpfen und haben selbst so wenig Ahnung, wo genau wir sind, dass die Pinkertons und andere Gesetzeshüter hoffentlich lange brauchen, um uns zu finden. Wir werden sehen. In der Zwischenzeit erwartet uns wohl eine neue Karriere als Verbrechensbekämpfer. Offenbar gibt es hier neben unseren sonstigen Problemen noch eine Bande namens Lemoyne Räuber, die keine Zugereisten mag und auch niemanden, der nicht in der weit entfernten Vergangenheit lebt. Ja, die Lemoyne Räuber. Hier ist diese Geisterstadt, die ich gefunden habe. Oh ja, die Geisterstadt. Hab eine Frau getroffen, die einen Mann getötet hat. Hat behauptet, es war ein Unfall. Hab ihr mit der Leiche geholfen. Ich frag mich, ob sie so unschuldig war, wie sie gesagt hat. Das habt ihr gar nicht mitbekommen, da war ich... Oder nee, doch, das haben wir... Das haben wir doch gemeinsam gemacht, oder? Oder war das in einer der Szenen, wo ich unterwegs war? Wenn ich unterwegs bin, Munition kaufen oder jagen, dann passieren schon mal ganz kleine Dinge, die aber nicht unbedingt relevant sind. Und einmal ist da in Valentine was passiert, da bin ich in die Taverne, wollte ich gerade sagen. In den Saloon bin ich gegangen und da war
eine junge Dame im Zimmer mit einem Freier und der Freier war tot und den musste man dann rausbringen. Das habe ich leider nicht mit aufgenommen, das war aber nur ein ganz kleiner Nebenaspekt. Ich habe einen Kerl namens Miss Margaret getroffen, einen Tierbändiger und Zirkusdarsteller oder Darstellerin, Herrin der Gefahren. Ein ziemlich ausgefallener Mensch. Er möchte, dass ich ein paar entlaufene Tiere für ihn suche. Kolibri-Salbei. Ja, das ist ja das, was wir da gefunden haben. Vor einiger Zeit habe ich einen merkwürdigen Kerl getroffen, der sich als Tierbändigerin verkleidet hat. Sind alle Engländer so komisch? All seine Tiere waren ebenso falsch wie der Rest seiner Zirkusnummer, bis ich dann einen entlaufenen echten Löwen aus Afrika finden und zurückholen sollte. Ich habe gedacht, das ist noch so ein verkleideter Hund, aber nein, es war wirklich ein echter Löwe, der mich für willkommenes Futter gehalten hat. Oh ja. Nachdem ich ein Zebra gejagt hatte, das ein Esel war und einen Tiger, der sich als Puma herausstellte, und noch einen Tiger, der bloß ein Hund war, glaube ich jedenfalls, habe ich den Überblick verloren. Eine Assistentin, die eine echte Frau war, dazu dieser englische Verrückte in Frauenkleidern, der vorgab, all das zu sein, was er nicht war. Man soll niemals zum Theater gehen. Dieser komische Engländer hat mir als Belohnung einen ziemlich dicken Smaragd gegeben. Vielleicht war er doch kein so übler Kerl. Na, wenn er dann eine Belohnung gibt, dann ist wieder gut, ne? Schau mal hier. Hab einen Mann getroffen, Francis Sinclair. Der will, dass ich komische Felsschnitzereien suche und ihm Beschreibungen schicke. Keine Ahnung warum, ist mir auch egal. Francis hat rote Haare, ein Muttermal und hat komisch geredet. Wahrscheinlich ein Ire. Ekelhaft. Miss Adler, die Witwe, die wir vor einiger Zeit gerettet haben, ist vielleicht die verrückteste von uns allen. Sie kämpft wie ein in die Enge getriebener Iltis mit einer Wut und einem Blutdurst, der mir eine Heidenangst einjagt. Wenn ich mich je mit ihr anlege, bin ich ein toter Mann. Was ich aber nicht vorhabe, denn sie ist eine wunderbare Frau, amüsant und gutherzig und anständig und zornig. Ich bin mit ihr einkaufen gegangen, um zu verhindern, dass sie den alten Pearson mitten im Lager in Stücke hackt. Und als wir dann überfallen wurden, wurde sie völlig zur Furie und hat gezeigt, dass sie mindestens ebenso gut töten kann wie jeder von uns. Oh ja, das hat sie wahrlich gezeigt. Na gut, jetzt haben wir doch ein bisschen vorgelesen, aber das Tagebuch würde ich gerne immer so ein bisschen aktuell halten, weil da ja auch ein bisschen was von Arthurs Gedanken mit drin steckt. Deswegen ist das schon interessant. Und jetzt will der Kieran wieder mit uns fischen gehen. Sehr gut. Kieran, wir können los. Arthur, you going fishing? Yes. We're running off to Como Driscoll. Of course not. I was joking. That's very funny. Yes, very funny. I saved your life, and now you torture me. Ho, ho. Shut up. Do you want to go fishing with me? I found an interesting spot. We'll do well. I'm not a great fisherman. But I am. I'll teach you something. We come? Sure. Dass sie ihn immer damit aufziehen müssen. Der arme Kerl ist vor langer, langer Zeit zu uns übergelaufen, hat seitdem auch keinen Anlass gegeben, dass wir ihm irgendwie misstrauen sollten, aber ich glaube, das wird er nie loswerden, dieses Stigma. I know a great little fishing spot along the beach. Das wird er nie ganz loswerden. Die werden ihn Zeit seines Lebens, solange er mit der Bande hier zusammen ist, werden sie ihn immer damit aufziehen, dass er von den O'Driscolls kommt. Wasn't that long ago I was tied to the back of your horse while begging for mercy. Now we're off fishing together. How do you know I ain't just looking for a good... Was genau ist denn jetzt passiert? Entschuldigung, ich bin sofort da. Because I saved your life, Arthur. You keep saying that. But I save your life every day I don't kill you. So we are more than even on that front. Come on, you don't mean that. You better believe I mean it. Now, where's this spot? Not much further. Ich komme nicht drüber hinweg. Da brecht auf einmal das Pferd los und der Alpha fliegt durch die Luft. Das war nicht geplant. Also der hat sich erst gar nicht bewegt und plötzlich springt das Pferd einfach los und ich konnte es nicht mal mehr steuern. Sind wir schon da? This is the place. Some beautiful smallmouth here. Bass? Sure. Und dafür haben wir die Pferde mitgenommen. Ist das dein Ernst? This strip of shore looks perfect. Pick a spot. Habe ich überhaupt eine Angel dabei? Gucken wir mal. Halte Tab gedrückt.
Also das Objektrad. Wir haben bestimmt eine Angel. Da unten ist die Angel. Sehr gut. Seeing lots of bluegill and bass over here. Bait with worms or crickets if you got them. Otherwise, maybe some bread or cheese. Nein, nicht einpacken. So, Köder. Wir haben, glaube ich, keine Köder. Brotköder, Maisköder, Käseköder. Eins von vier. Zieht kleinere Fische wie Rotlossenhechte und Flussbarsche an. Ja, dann nehmen wir Brotköder. So. Why aren't you fishing? You getting many bites there, O'Driscoll? I ain't an O'Driscoll. I told you fellas 100 times. I'd only been with them a couple of months. I was just a runner, helping out with the horses mainly. Bottom rung of the ladder. And to think that was the high point of your career. Comb goes through men like cigars. They ain't like you folks. You barely knew my name. I'm more Kieran Vanderlyn than Kieran O'Driscoll at this point. Honest to God. Mostly I'm Kieran Duffy. I hate to break it to you, but I ain't sure Kieran Vanderlyn is gonna stick. Keep it coming, but carefully. Drücke R. Not too fast, you could break the line. Ich bin nicht so gut im Fischen, ich versuche mein Bestes. Und raus! Los! Nice. Jawohl. Good catch, Arthur. Überlebenskünstler. Blaue Sonnenbarsch gefangen. Dieser auch Kupfernase genannte Fisch ist fettig und zäh und wird typischerweise in der Pfanne gebraten. Käse ist ein guter Köder und kann die Fangquote erhöhen. Weißt du was? Den behalten wir jetzt mal. Das ist unser Fang. Plus 10 Lebenspunkte. Das ist nicht schlecht. Brotköder am Haken befestigen. Kommen wir angeln nochmal einmal. Einen holen wir uns noch. Angeln mit Kieran weiter. Ich glaube, das ist wirklich nur... Aber wir haben mal die Möglichkeit, ein bisschen was über Kieran zu erfahren. Das finde ich auch ganz nett. So, you think Dutch trusts me now? That's a good one. What? Not in the slightest, my friend. I can't win. I promised loyalty, he says, but you wasn't loyal to Combe. If I say I ain't got no allegiance to nobody, he says, how do I know you won't turn on us then? I don't know what you want to hear. I'm trying hard to feel sorry for you, but somehow I just can't manage to. Das ist aber auch eine schwere Situation für ihn, weil im Grunde hat er ja keine Chance. What in the world? Arthur, are you seeing this? The feather's naked as a jaybird. Is that why you like this spot? My lord, there's somebody who needs to go to confession. Hey, watch the line! Oh, hey! I nearly gulped down a minnow. Sorry, fellas. Didn't see you there. Why don't you take a break? Come on in. The water's wonderful. I reckon we'll leave you to it. Just don't scare all the fish. Oh, just so you fellas know, there's some real big ones over that way, like this. Well, I better keep the blood pumping. Hope you gents catch something. Yeah? Maybe we'll take a look. Thanks. I know where that is. Come on, let's go. Da schwimmt hier einfach ein Nackerei durch. Das ist doch, also... Er hat ein paar riesige Dinger gesehen. Hey, wait up! Okay, my girl. Und der wird hier nicht von irgendwelchen Krokodilen gefressen oder so.
Ich hoffe es zumindest nicht. Warum kommt hier so eine verdächtige Musik? Macht mir ein bisschen Sorgen. I think this is the place that naked fella was talking about. Schön ist es auf jeden Fall hier. Kann man schon mal ein bisschen angeln. Did you see that amazing bluegill? Sure. That got you real excited, huh? Come on, Arthur, let's walk down to the beach. Hope we land this monster. It ain't easy to catch a fish like that with bread and cheese, but you never know. We might get lucky. Guess we'll see. Guess we'll see. Ich glaube, die Folge werden wir mit Lesen und Angeln verbringen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Nein, nicht wegstecken. Oh Mann, oh, ich weiß, ich sollte R gedrückt halten und nicht einfach nur R antippen. Du brauchst einen speziellen Köder, um einen legendären Fisch zu fangen. Aha. Hängt von dem Gewässer ab, in dem der legendäre Fisch. Ja, Brot und Käse wird wahrscheinlich schwer. Wir nehmen mal einen Käseköder. So, who taught you how to fish? My pappy, mostly. I lost my mammy and pappy when I was young to cholera. Your mammy? Like I said, I was real young. After that, I was on my own pretty much, but I knew horses and fishing. Well, just think now, you'll never be alone again. Na ja, zumindest so lange er bei der Bande bleibt, ne? Also, die Frage ist natürlich auch, wie lange bleibt die Bande in dieser Form zusammen, weil... Weil ich da sehe schon... Did you hook him, the big one? I don't know. Don't feel like much of a fighter. Die Bande ist natürlich auch gefährdet, allein dadurch, dass sie... Da ist eine Schlange! da ist eine Schlange im Wasser, Arthur. Das ist aber nicht der Große. Not bad, but it ain't the one we saw jump out of the water. Ein Steinbarsch. Angler auf dem Land nennen ihn auch Rotauge. Der Steinbarsch mit seinem zarten Fleisch kann in der Pfanne am Stück gebraten werden. Versuche es mit Käse als Köder, den behalten wir auch. So, lecker. Ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen der Schlange da vorne. Vielleicht sollte sie doch lieber Kieran beißen, sollte sie in unsere Richtung kommen. Ich gehe mal ein Stück weiter hier zur Seite. Oh, Angler am Strand, ich darf gar nicht weiter zur Seite. Ich muss da vorne angeln. Oh, Köder, Käseköder. Lecker. Ja, wie lange bleibt die Bande zusammen? Und wenn die Bande gesprengt wird, sei es durch die Pinkertons oder sei es, weil jeder seine eigenen Wege zieht, was ja durchaus auch passieren kann, dann ist der Kieran, glaube ich, ganz alleine, weil ich habe nicht das Gefühl, dass der hier viele, viele Freunde und Bekannte hat. See? Look at this. Life ain't so bad. At least you ain't tied to a tree. I'm still a prisoner, Arthur. I can't step outside camp by myself for a second without being terrified one of Combs' boys gonna come pick me up. When I'm in camp, I got Bill and Sadie whispering in my ear all the time how they're gonna kill me in my sleep. It's like living in a nightmare. Christ. If I'd known you were gonna moan this much, I'd have never have said yes to this. Aber er hat durchaus auch allen Grund dazu. Also, er wird auch im Lager, auch wenn das vieles nur, glaube ich, ja, so... bisschen auch gegenseitig Getrieze ist. Auch wenn das oft nur gegenseitig Getrieze ist, aber trotzdem, es ist halt schon stressig für jemanden, der daran darunter leidet, ohne jeden Zweifel. Weil der das nicht, man kann das nicht unterscheiden, ob das wirklich nur Getrieze ist oder Spaßmacherei. Oder ob das was anderes ist oder ob man das ernst meint und wenn das einfach immer anhält, dann ist das so... anstrengend. Den Steinbarsch behalten wir auch. So. Wird nachher gegessen. Haben wir uns verdient. I don't think we
have much chance. We need better bait. You might want to see if the stores around here sell anything better. I think I'm gonna head back to camp, Arthur, if that's okay. Sure. Go on, I'll see you later. Ja, wir müssen bessere Köder besorgen, aber wir haben zumindest den Hinweis, wo dieser riesige Barsch sein soll. Und 3 Fische haben wir ja gefangen. Die können wir, glaube ich, auch zum Essen spenden fürs Lager. Dann haben die auch was Leckeres zum Braten heute Abend. Wobei einen davon, ich weiß nicht, ob wir den selber braten können. Ich glaube, wenn wir ein Lager aufschlagen, dann können wir den selber braten. Na gut. Huch, rot. Ach so, wegen der Schlange da unten. Hier sind überall Schlangen. Das macht keinen Spaß, hier sind überall Schlangen. So, oh nein, der Fehler ist wieder da. Ja, wir können jetzt natürlich entweder die Köder besorgen und nochmal angeln gehen. Davon würde ich aber absehen. Oder wir machen uns auf den Weg da oben hin. Und versuchen mal, wobei das ist dann schon wieder eine ganz andere Gegend hier. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns erstmal hier in dem aufhalten, wo wir gerade sind. Was will denn eigentlich Molly von uns? Können wir das hier sehen? Wegpunkt. Da, Molly möchte mit dir sprechen. Das ist ja nett. Dutch möchte, dass du dich in Caliga Hall umschaust und etwas über die Grays herausfindest. Ja gut, dann werden wir, glaube ich, erstmal die Sache mit... Na! Das. Wegpunkte setzen ist ja auch nicht so einfach. Werden wir, glaube ich, erstmal die Sache mit Molly machen, aber ihr vermutet schon richtig. Das werden wir höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge machen, weil ich heute auch ein bisschen knapp bemessen bin mit der Zeit. Da ist ja noch eine Schlange, was ist denn hier los? Weil ich heute ein bisschen knapp bemessen bin mit der Zeit. Wir müssen bei Zeiten auch mal wieder jagen gehen. Huch, oh, das war ich nicht. Der ist von alleine umgefallen. Wie konnte das nur passieren? Ich jage immer mit dem Pferd. So, kochen. Oh, kann man direkt hier kochen. Aber nein, den nehmen wir auch mit. Den werden wir auch im Lager abgeben. Dann haben die auch was Leckeres zu essen. Da freuen die sich auch. So. Es war auch keine besondere Qualität. Es ist einfach nur so ein Wildtruthahn hier aus der Gegend. Ja, jagen ohne Munition zu verbrauchen. So geht's. Na gut, wir haben ein bisschen was über Kieran erfahren. Ich glaube, für Kieran ist die Situation alles andere als erfreulich. Er macht gute Miene zum bösen Spiel. Wenn wir ehrlich sind, er lacht sehr viel, aber er wirkt schon sehr unsicher. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass die im Lager ihm immer wieder zu verstehen geben. Warum? Okay. Ihm immer wieder zu verstehen geben, dass sie ihn eigentlich ja nicht da haben wollen und dass sie ihm auch nicht vertrauen können. Und dass er bestimmt zu den O'Driscolls zurückgeht, wenn er die Chance dazu hat, dass man ihm eh nicht vertrauen kann und was nicht alles. Also, er hat es ja selber gesagt. Das macht es so schwierig für ihn, weil er natürlich nicht zu den O'Driscolls zurück kann. Wir wissen, was passiert, wenn er dahin zurückgeht. Why don't you mind your business and keep walking, huh? Don't have to tell me twice. Versuchen die dann Tresor zu öffnen? We said get lost now. We told you once. Hope you boys chose a full safe. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis sie den Tresor offen haben, oder? Wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich den Tresor überhaupt aufkriege. Ja, so schon mal nicht. So schon mal nicht. Fremde Person? Cattleman Revolver, fremde Person. Ich komme nicht an den Tresor ran. Mist, ich habe wieder zu früh. Ja, ich hätte warten sollen, bis sie den Tresor aufhaben. Das wäre wahrscheinlich die bessere Option gewesen. Dann mich nochmal. Ich kann auch hier mit dem Tresor nichts machen. Aufheben. Warte mal, ich trage die mal eben zur Seite. Oh, zum Glück wird es gerade neblig.
Das Einzige, was ich noch machen könnte, wäre wahrscheinlich den Karren hier verkaufen. Oh nein, guck dir unsere Schulter an. Ach ja. Ja, mit dem Tresor kann ich leider nichts machen. Ich hätte warten sollen, bis sie ihn aufgemacht haben. Verdammt! Das war dumm von mir. Das war dumm von mir. Naja, gut. Aber immerhin haben wir die beiden geplündert. Wahrscheinlich wäre da drin jetzt wieder irgendwie ein Goldbarren gewesen für 500 Dollar. Und ich habe es einfach versaut. Aber gut, das passiert, das passiert. Zum Glück hat es niemand gesehen und wir können zurück ins Lager reiten und es ist nichts gewesen. Alles ist gut. Boah, der Nebel hier, das ist unfassbar. Wundern Sie sich nicht wegen dem Blut auf meiner Schulter. Ich habe gerade zwei Menschen ausgeraubt. Das ist gerade... Wow. Reckon that's done then. You just lead me to my path, and I'll lead you to yours. What's the matter with you? Ich will noch gar nichts von Ihnen. Meine Güte. Bin ja schon weg. There we go. Es ist so atemberaubend. Es ist so atemberaubend. Na gut. Bevor ich jetzt hier weiter sprachlos nur die Natur anstarre. Ja, wir geben das Essen mal im Lager ab. Ein Fischli würde ich mir gerne auch selber braten, weil wir haben es gefangen, dann dürfen wir auch eins davon essen. Das haben wir uns dann verdient. Und ansonsten haben wir ein bisschen was über Kieran erfahren. Das tut mir schon ein bisschen leid. Ich würde ihn gerne genauso wie Sadie, würde ich ihn gerne mal öfter mit auf Abenteuerreise nehmen, weil ich glaube, die beiden haben es verdient, um mal ein bisschen aus dem Lager rauszukommen und sich auch mal beweisen zu dürfen. Denn ich glaube, in beiden steckt viel mehr. It's me. Welcome back. Ich glaube, in beiden... Ach, guck mal hier. Miss Karen, all good? Too good. Like the chance to shoot a fella and not feel bad about it. Somehow that doesn't surprise me. Stay alert. Naja gut. Ich glaube, in beiden steckt viel mehr, als sie derzeit beweisen können oder zeigen können, weil sie einfach nicht die Gelegenheit dazu bekommen. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie nochmal hin, dass sie doch dann an Abenteuern teilnehmen können. Aber erstmal bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierhin. Es tut mir leid, dass nicht viel passiert ist. Wir haben im Tagebuch gelesen. Dann sind wir angeln gegangen. Auch solche Tage gibt es mal bei Red Dead Redemption. Das passiert. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.